Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Format. Ihr Lieben, ich habe mir überlegt, wie ich euch am allerbesten durch diese herausfordernde Zeitqualität begleiten kann und was da so meine Stärken sind. Und meine Stärken sind absolut meine Stimme, meine universelle Anbindung und die Tatsache, dass ich Dinge sehr gut wahrnehmen kann, Energiefelder lesen kann. Und daraus quasi für dich und euch Meditationen kreieren kann, kurze Übungen, mentale Übungen, die genau dieses Thema lösen können, was sich so in eurem energetischen Feld befindet. Bei mir tut sich auch einiges. Ja, es wird von mir sehr, sehr viele neue Angebote geben, einfach der Zeitqualität angepasste Angebote, die euch noch besser durch die Zeitqualität begleiten, als ich es bisher getan habe. Denn ich sehe einfach, dass da wirklich vieles noch hakt und klebrig ist und schwierig ist. Ja, und ein neues, richtig geiles Angebot wird sein, dass ich vermutlich ab August Lichtcodes übertragen werde, Lichtcodes zur Potenzialaktivierung. Ja, es ist ja Teil meiner Gabe, universelle Lichtcodes in Symbole zu übersetzen. Du kennst es vielleicht schon, auf meiner Homepage stelle ich dir ja viele kostenlose Symbole bereit. Oder eben auch in der Akademie. Ich mache die Symbole schon seit über 3 Jahren. Empfange ich die quasi. In diesen Symbolen sind Lichtcodes kodiert, sozusagen, die einfach Potenziale anticken. Das ist wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja, du kriegst einen Schlüssel in dein System, dein Potenzial wird aufgeschlossen. Das kannst du dir so vorstellen wie eine Knospe, die aufgeht und auf einmal ganz hell leuchtet. Ja, und ab August werde ich jeden Monat ein Potenzial Code, Lichtcode übertragen. Dazu kannst du dich dann anmelden. Da gebe ich dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich experimentiere zurzeit sehr viel damit rum, mit dieser direkten Übertragung, nicht mehr indirekt über die Symbole. Und es funktioniert saugeil. Ja, sobald diese Codes in dein Feld kommen, in die Energiefelder kommen, fängt es alles an und sprüht und funkelt und leuchtet. Und das ist so schön. Bei mir kribbelt dann immer alles. Also, das wird ein richtig geiles Angebot für dich, wenn du da sehr leicht durch diese Zeitqualität gehen willst und sehr leicht und spielerisch deine Potenziale entfalten willst, oder wenn du auch gar nicht so viel Zeit hast, immer irgendwie eine Session zu machen oder Videos zu hören. Also das wird ein richtig, richtig geiles Ding. Das rockt. Rocke die Zeitqualität ist der Slogan für dieses neue YouTube-Format. Und lass uns doch jetzt mal anfangen. Wir wollen heute einen Lichtfunken in dein Herz setzen. Ja, aber ich merke einfach, bei vielen Menschen ist das Herz so schwer und so zu und so fließt überhaupt nicht. Und es ist so, so schade, weil es steckt so viel Freude und Leichtigkeit in jedem Herz. Also, lass uns einen Lichtfunken in dein Herz setzen, damit du wieder viel beschwingter, leichter, fröhlicher, liebevoller durch die Zeitqualität gehen kannst. Mach es dir gern gemütlich, ja, du musst aber auch nicht. Du kannst diese Übung auch nebenbei machen. Das ist jetzt nichts, wo du dich ganz stark darauf konzentrieren musst. Du kannst sie auch beim Autofahren hören. Aber wie du das möchtest. So. Ja, zentrier dich. Atme einfach mal ein paar Mal tief ein und aus. Und nimm einfach mal wahr, wie dein Herz sich zurzeit anfühlt. Ja, ist es leicht, ist es freudig, ist es schwer, ist es eng, ist es traurig, ist es wütend, ist es gefrustet, ist es liebevoll, mitfühlend? Wie nimmst du dein Herz aktuell in deiner persönlichen Situation und in der aktuellen Zeitqualität, die jetzt ja herrscht? Wie nimmst du dein Herz wahr? Bitte einfach nur wahrnehmen, gar nicht bewerten. Nichts hineininterpretieren, einfach nur wahrnehmen, wie es gerade so ist, dein Herz, wie es für sich aufgestellt ist. Genau, sehr gut. Und dann stellst du dir einfach mal vor, wie in dein Herz so ein Lichtfunke reinfließt. Ja, so mitten rein und dann dieser Lichtfunke sich in deinem Herz immer weiter ausdehnt und über dein Herz hinaus
aussehen und du fühlst einfach mal diese Energie, dieses Kraftvolle, das Licht, dieses Funkeln, dieses Strahlen, was dieser Lichtfunke mitbringt, diese Leichtigkeit, diese Lebendigkeit, die sich in dein ganzes System ausdehnt. Lass es einfach mal fließen und nimm mal wahr, wie es dir mit diesem Lichtfunken jetzt geht. Was hat sich verändert? Wow, also ich sehe dein Herz so richtig leuchten. Ich sehe dich leuchten. Ich sehe dich kraftvoll. Ja, sehr gut. Behalte einfach diesen Lichtfunken. Ja, und wenn er wieder mal verblassen sollte, dann kannst du diese Übung gerne wiederholen. Sie ist ja jetzt da und es werden ganz viele davon kommen, ja, weil es mir so viel Spaß macht, dich in dein wahres Sein zu bringen. Das ist ja mein Steckenpferd, dein wahres, authentisches Sein hervorzubringen, damit du das Leben hier wirklich kraftvoll, in Leichtigkeit, in deinem vollen Potenzial leben kannst. Genau. Super, das war's schon für heute. Meine Übungen werden immer sehr kurz sein, dafür knackig und effektiv. Also, dann freue ich mich auf nächste Woche mit dir und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, deine Nadine.